Freunde der großen kleinen Bahn. Ja, ich sitze nach langer Zeit mal wieder in meinem Bastelraum, in dem es, entweder zu warm oder zu kalt ist. Dies Jahr wäre es eigentlich gegangen, aber wir haben ja Possendorf beim Modellbahnkollegen gebaut, weil er einfach die bessere Werkstatt hat und natürlich seine Fachkompetenz da sozusagen den Bau wesentlich beeinflusst hat, weil in vielen Dingen bin ich dann doch nicht so fit. Meine Qualitäten sind ja eher beim Landschaftsbau und der kommt ja bei Possendorf erst noch. Warum mache ich hier dieses wackelige Video? Ist jetzt auch im Selfie-Modus. Liegt einfach daran, dass wir ein paar Sachen übersprungen haben, die ich einfach nicht filmen konnte, weil bei manchen Sachen war ich gar nicht dabei. Und da will ich mal ein bisschen was nachholen. Das ist das Thema Elektrik und Digitalsystem. Und ja, wie gesagt, ich bin in meinem Bastelraum. Nicht wundern, wenn hier so diverse Dinge rumstehen. Da hinten ist eine Fritteuse und ja, das ist eben hier der Dachboden. Und da wird eben, es ist ja auch nicht mein, eigentlich nicht mein, sondern der Dachboden meiner Eltern. Und da steht natürlich hier das eine oder andere herum, was sonst nicht im Bastelraum steht. Aber ich weiß nicht, ihr kennt das Thema vielleicht auch. Ich habe ja hier keine Modellbahnanlage, sondern ich baue hier nur mal ab und zu. Aber nun zu Possendorf. Ich bin jetzt hier quasi auf dem Dachboden dabei, das Ganze mal aufzubauen. Und da werden wir jetzt der Reihe nach mal unter die Module schauen, was da so alles zu finden ist. So, als erstes haben wir hier Modul Nummer 1. Da haben wir hier erstmal was Wichtiges. Das ist ein Signalschacht. Da steht auch der Name des Konstrukteurs drauf, das ist halt 3D gedruckt und da wird dann das Signal hinein befestigt. Das nennt man im Fremo den sogenannten Wattenschalter-Schacht, hier in einer 3D gedruckten Ausführung. Ja, ansonsten theoretisch ist ja die Elektrik im Fremo sehr einfach. Also wir haben hier zwei durchgehende Kabel. Eins links, eins rechts, das steht für die Gleise. Das ist natürlich hier nur während des Transportes. Also beim Aufbau passiert es dann aber immer mal, dass man Kurzschluss hat, weil man dann vergisst, das Ende dann am letzten Modul, wenn man Kopfbahnhof hat oder einen Endbahnhof, dann herauszuziehen. Das soll schon vorgekommen sein. Von diesen Drähten gehen dann hier die Drähte für die Gleise ab, die übrigens nicht unter dem Gleis angelötet sind, sondern seitlich, einfach falls da sich mal was löst, dass man dann im Nachhinein wieder rankommt. Ja, und hier haben wir den ersten Weichenantrieb. Also die Halterung ist also selber konstruiert. Das ist der gleiche Konstrukteur wie bei dem Signalschacht. Und da sitzt dann hier ein Servo dran. Der Servo ist übrigens hier oben angelötet. Das ist eine LAN-Buchse, ne, wie man das vom Computernetzwerk kennt. Und da wird also die Signale von einem Modul zum anderen übertragen. Woher das kommt, das sehen wir nachher noch. Hier ist auch noch was. Das ist das gleiche wie das hier. Ne, das sind Lokonet-Buchsen, da werden dann die Fahrregler reingesteckt, dass man dann fährt. Die werden dann auch intern miteinander verbunden. Und ja, dann haben wir hier noch was. Das sind die sogenannten Beinhalter. Das ist einfach nur angeklebt, da ist also nicht irgendwas mit Schrauben. Und mal gucken, ob ich das jetzt hier so einhändig hineinbekomme. Also das sind hier U-Profile und jetzt hocke ich hier am Weg, kommt das dann hier so rein. Lichtverhältnisse sind glaube ich auch nicht ideal, so, wenn man das natürlich jetzt mit zwei Händen macht. Wobei ich gerade sehe, dass ich hier das verkehrt einmal, das gehört nämlich hier vorne hin, beziehungsweise auf die andere Seite, das sind nämlich die beiden Beine, die etwas kürzer sind.
So sieht es dann aus, wenn die Beine eingeschraubt sind. Das Bein übrigens war trotzdem, war vorhin doch richtig. Ne? Also ich habe es dann noch wieder, als die Kamera aus war, dann doch wieder da reingesteckt, ne? Weil genau dort eben das Kurze hinkommt. Da ist auch noch das Loch in der Landschaftsdecke, was wir da noch ein bisschen bearbeiten müssen. Und wir müssen wahrscheinlich auch das Bein dort noch ein bisschen versetzen, also mehr in die Mitte, weil dort noch etwas weg muss, um sozusagen, dass wir vorbildgerecht da rangehen können. Ja, man hätte das Video natürlich auch im gut beleuchteten, in der gut beleuchteten Halle beim Treffen machen können, aber da hat man einfach andere Probleme. Zumal sie mich dort auch noch zum Astverantwortlichen gemacht haben. Deshalb ich dann nicht nur für den Bahnhof, sondern für den ganzen Ast verantwortlich war. Und ja, da ist auch eigentlich schief gelaufen. Wir haben also auch schon eine Betriebsstelle verkehrt rum eingebaut, weil wir nicht richtig auf den Plan geguckt haben, was ich natürlich als Astverantwortlicher dann auch verantworten muss. Ja, also wie gesagt, das ist immer nicht alles so ganz stressfrei. Als nächstes wird dann, werden dann die Schrauben gelöst, die Transportbretter abgemacht, also zumindest hier vorn. Das hintere Modul bleibt dann erstmal noch, damit es nicht umkippt und irgendwas beschädigt wird. Dann werden erst die Beine angebaut und dann werden die Transportbretter abgemacht. Hier nochmal das Modul von oben. Hier haben wir den Signalschacht, also das Modul 1 von oben, ne? Den Straßenübergang. Die Einfahrtweiche und den Bahnsteig. Und wir haben hier einen Zentrierbolzen, der ja, den Aufbau erleichtert, also dass man auch alleine aufbauen kann. Der ist nur auf einer Seite, weil Holz sich ja gerne noch ein bisschen verzieht und das heißt, wenn man Holz lebt und damit eben die Gefahr ist eben die Gefahr, dass auf der anderen Seite dann das irgendwann mal nicht mehr passt. Naja, und das reicht auf einer Seite völlig aus zum Aufbauen. Also es ist eine wesentliche Erleichterung. Geht aber eben nur bei solchen Bahnhofsmodulen, also das sind ja jetzt keine Module, ne, bloß da vorne. Hier hinten ist es ja dann ein Segment. Dann haben wir hier Modul 2. Da haben wir auch hier vorne wieder einen Weichenantrieb, die übliche Steckverbindung, ne, zum nächsten Modul, also die Bananenstecker. Und dann hier noch ein bisschen Kabelgewirr. Denn das Ende des Kabelgewirrs ist also hier auch wieder diese LAN-Buchse, wo man dann mit ganz normalen LAN-Kabel, die jetzt auch nicht so teuer sind, dann die Signale übertragen kann für die Weichenantriebe. Ja, was hier so ein bisschen wie ein Spinnennetz aussieht, ne, das ist dann die Stromversorgung für die einzelnen Gleise. Da kann man auch nicht genug davon machen. Das hatte ich ja bei dem anderen Modul schon angemerkt. Hier ist noch eine Klammer angeklebt, dass man hier irgendwelche Kabel, die dann hier rumbaumeln, dass man die befestigen kann. Für das Gleiche ist übrigens der Haken da. Na, also wenn die Module aufgebaut sind und jetzt sind diverse Kabel, die dann unter den Modulen verlegt werden, wie zum Beispiel das Loconet-Kabel, das kann man dann hier einhängen. Das hängt dann nicht so weit runter. So, dann das Ganze nochmal von oben. Wir haben also hier eine weitere Weiche, dass wir also hier drei Gleise haben. Das Gleis ganz links ist auch unser Gleis 1. Dann haben wir in der Mitte das Gleis 2, beide haben einen Bahnsteig. Das dritte Gleis ist also so, dass ungefähr, naja, wahrscheinlich hier irgendwo eine Gleissperre noch hin muss und das von dort eben nicht ausgefahren wird. Ne? Da werden also nur Rangierfahrten gemacht. Das ist also bei vielen Bahnhöfen so. Jo. Achso, hier haben wir dann noch die beiden Gebäude. Das ist im Moment noch im Bau. Also das zeichne ich gerade. Beim Bahnhofsgebäude haben wir uns hier den Spaß gemacht. Das hat mir also jemand zugeschickt. Das stammt aus dem Buch Die Windbergbahn.
Ich habe es dann nach den Maßen, die hier angegeben sind, im Photoshop ein bisschen gerade gezogen. Jetzt sieht es wieder ein bisschen schief aus, weil das Handy hier verzerrt, weil das sehr weitwinklig ist. Also normalerweise ist das natürlich rechteckig. Wenn man jetzt hier so müsste es wieder stimmen. Ja, und dann auch nicht wundern, dass es verkehrt rum ist, weil ich stehe natürlich jetzt hier auf der anderen Seite. Ja, das haben wir so als Gag dann. So lange wie das Bahnhofsgebäude nicht da ist, das steht dann also mal irgendwann ja drauf. Ne? Das ist ja so ein bisschen ein Brett und da wird das dann so aufgebracht, dass das dann hier das so nicht mehr zu sehen ist. Die Bahnsteige sind übrigens auch 3D gedruckt. Ja, die habe ich irgendwann mal gezeichnet. Ja, dann haben wir hier Modul 3. Ich werde dann beim nächsten Modul euch auch erzählen wollen, dass es Modul 3 ist, aber ich habe leider da nicht drauf geguckt. Also, ne, da steht also hier eine eindeutige Zahl. Die müsste man dann lesen können und dann hätte ich vorhin gewusst, dass ich da Modul 4 aufnehme. Ich werde es aber dann nochmal einblenden. Und ich habe dann jetzt hier zu den Digitalteilen schon ein bisschen was erzählt. Das kriegt er dann auch gleich zu hören. Und hier haben wir auch zwei Weichendecoder. Hier ist noch ein dritter. Naja, und dann ein ziemliches Weichengewirr. Und hier gleich drei so eine LAN-Buchsen. Also da habe ich dann extra geguckt, dass es welche mit Platine gibt, dass man die hier so schön anschreiben kann. Die Zwischenscheiben, die hat der Modellbahnkollege hat die gedruckt. Dass die hier ein bisschen Abstand haben vom Gehäuse, das ist also auch eine schöne Sache. Ja, so viel zu Modul 3 von unten. Hier haben wir Modul 3. Hier übrigens noch eine wichtige Sache im Fremo. Die Gleishöhe ist also 1,30. Na, sollte hier eigentlich so sein. Na, sonst haben wir hier eine Berg- und Talbahn, wobei das mit dem Zollstock immer ein bisschen ungenau ist, weil das sich ja dann unten auch durchbiegen kann. Wenn man da nicht aufpasst. Ja, auf dem Modul ist hier also weichentechnisch viel mehr los und wir haben unsere wunderschöne Laderampe, wo ich allerdings doch noch mal drüber gehen muss. Die also ist zumindest auf der einen Seite, also hier nicht, aber auf der anderen Seite ist sie doch noch ein bisschen ein kleines Bild zu bunt. Also da muss ich mal noch was tun. Ja, ansonsten gibt es hier jetzt nicht so viel zu sagen. Wir haben hier Gleis 1, geht hier auf eine Weiche, verbindet sich wieder mit Gleis 2. Dann haben wir hier den Gleiswechsel zum Umsetzen, zumindest wenn die Züge etwas kürzer sind. Ansonsten müssen Sie hier den langen Weg nehmen. Und diese Weiche hier, die führt dann in den Lokschuppen. Und hier vorne an der Rampe haben wir natürlich das Ladegleis. Ja, hier haben wir dann Modul 3. Hier ist schon ein kleines bisschen mehr los. Hier sieht man das mal, die Verbindung zwischen den beiden Modulen. Kabel muss ich auch wieder abgeben, ist nicht meins, das ist quasi nur geborgt. Ich habe zwar genug Kabel, die sind aber alle zu lang, die müssen wir mal kürzen und da mal die passenden Kabel hierfür machen. Hier ist das schon passiert. Das ist auch so eine Besonderheit im Fremo, dass wenn ich ein Digitalsystem unter der Anlage habe, dann muss das zwingend vom Fahrbetrieb getrennt sein, denn hier gibt es quasi eine eigene Zentrale, die das hier steuert. Das ist eine von den vielen Platinen. Fragt mich jetzt nicht welche. Ich weiß bloß, das in der Mitte ist also ein Fünffach-Weichendecoder. Und einer von den beiden ist für die Stromversorgung verantwortlich. Das ist der hier. Na, da ist also ein Stecker für Stromversorgung. Und ja, der andere hat auch irgendeine Aufgabe. Da bin ich aber als digitales Windei jetzt ein bisschen überfragt. Dann haben wir hier noch drei Weichendecoder. Und hier haben wir auch noch einen. Also hier sitzt dann einiges los auf dem Modul. Und zum Schluss noch das Modul Nummer 5. Ja, wobei, also hier steht zwar eine 4, aber das ist hier für die LAN-Verbindung, ne? Also die eigentliche Modulnummer steht da unten. Die werden auch dann nochmal vernünftig beschriftet.
Die kriegen ja dann auch irgendeine Prämie, haben die ja alle irgendeine Nummer und das wird dann alles noch gemacht. Aber die Nummer weiß ich gar nicht, die habe ich glaube noch gar nicht. So, dann haben wir hier jetzt den ganzen Bahnhof. Ja, eigentlich wollte ich im Keller aufbauen, aber hat dem Wetter gefällt. Also man war also wirklich nicht nachmisst, man unterschätzt das einfach oder überschätzt die Räume und unterschätzt die Module, wie lang eben so 5 Meter sind. Ja, also das zieht sich dann schon. Also auf der Heimanlage hättest du wahrscheinlich auf 5 Metern, da hätte man wahrscheinlich irgendwie zweigleisige Strecke und keine Ahnung, wie viel Bahnsteiggleise. Also da hätte man ja wahrscheinlich ganz anders rangegangen. Aber hier sieht es eben anders aus. Also es sind halt vorbildgerechte Maße. Also zumindest im großen Teil. Wir haben hier irgendwelche Weichengruppen. Also das hier in der Mitte ist, musste ein bisschen verschoben werden, damit das also hier an der Modulkante, also hier aufgeht. Ne? Also die Antriebe brauchen halt ein bisschen Platz. Und ja, im Herzstück kann man eben auch nicht überall trennen. Und deshalb ist die ein oder andere Weiche hier den einen oder anderen Zentimeter gerutscht. Aber das ist halt eine Geschichte, da muss man halt damit leben. Ja, ich bin im Großen und Ganzen ganz zufrieden, was mir nicht so gefällt, wenn man hier so guckt. Ne? Also das ist hier so ein bisschen Berg- und Talbahn geworden. Das lässt sich so im Nachhinein jetzt auch schwierig korrigieren. Also das wird jetzt auch so bleiben. Ist jetzt die Frage, wie es im Vorbild war. Also Fotos sehe ich da eigentlich, sagen wir mal, weniger. Das ist also immer gut verdichtet worden. Es sind keine schweren LKWs wie heute drauf rumgefahren. Auch die riesengroßen Traktoren wie heute, die gab es da auch noch nicht. Deshalb blieb das eigentlich normalerweise alles glatt. Ja, das ist so, das sind so die Problematiken, mit denen man sich befasst. Es gelingt halt auch nicht immer alles. Ja, soweit so gut. Das erstmal hier jetzt von meinem Dachboden im Bastelrahmen. Bis gleich. So, nun noch ein Foto und die Stimme aus dem Off, ne? Also wie man so schön sagt, weil ich jetzt hier am Nachvertonen bin. Ich habe das ganze Video quasi mit dem Handy gefilmt und auch gleich sozusagen aufs Handy gesprochen, ohne zusätzliches Mikro. Deshalb war die Qualität wahrscheinlich nicht so berauschend. Aber darum soll es ja nicht gehen in diesem Video. Ich habe euch die Oberseite von Modul 5 vorenthalten. Daher jetzt dieses Foto. Hier sehen wir zumindest den größten Teil. Was wir nicht sehen, ist der 3D gedruckte Prellbock, der quasi das Ende des Ladegleises ist. Das ist also von hier jetzt das linke Gleis. Und auf dem rechten Gleis müsste theoretisch auch ein Prellbock hin. Das haben wir aber eben so gemacht, dass wir eben zur Not hier auch, naja, den Bahnhof als durchgehenden Bahnhof also benutzen können. Ja, was im Fremo gibt es ja manchmal Zwänge und rein vom Gleisplan her geht das auch. Es ist nicht, natürlich nicht vorbildgerecht, aber das ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Wir haben auch beim Treffen in Stürmtal haben wir hinten die Kohlegruppe dran gehangen, die jetzt auf den Namen Hermannschacht hört und die allerdings beim Treffen in Kloppenburg an einer anderen Stelle verplant war. Da war dieser Bahnhof wie im Vorbild wirklich tatsächlich Endbahnhof. Aber das sehen wir noch oder haben wir schon gesehen. Dass ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge ich dann die Videos bringe. Was hier auch vorbereitet ist, ist der Lokschuppen. Der ist noch nicht ganz fertig. Da fehlen noch Fenster und na, wenn man noch eine Beleuchtung kriegt, das müssen wir dann mal sehen. Wasserkran ist noch nicht drauf, der muss dann mal befestigt werden. Und naja, ein Anschnitt des Kohlebahnsens, der passt natürlich hier nicht ganz drauf. Der muss hier auch noch auf das Modul. Ja, und dann haben wir hier einen schönen Blick über den ganzen Bahnhof oder fast den ganzen Bahnhof, der also wie gesagt gerade so hier oben reingepasst hat in den Raum.
Ja, zum Schluss noch ein paar Fotos vom Bau. Man sieht hier zum Beispiel, dass die Servodecoder hier noch gar nicht festgemacht sind, sondern eher so als Test da noch dranhängen. Wir haben hier auch mal das angeschlossene Schaltpult, das natürlich auch per Logonet. Ich werde wahrscheinlich noch mal irgendwann ein Video machen über dieses Digitalsystem. Da brauche ich aber noch einiges an Zeit, weil ich natürlich im Moment gar nicht weiß, welche Komponenten wir hier vor der Nase haben. Ich erkenne das bloß hier den Servodecoder. Und naja, und vor allem muss ich mich in die Programmiererei noch ein bisschen hineinknien, dass ich dann auch wirklich was Substanzielles erzählen kann. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben das alles andere für mich gemacht und da habe ich natürlich jetzt nichts zu erzählen. Na, also das seht ihr mir bitte mal nach. Zumal das sowieso genug Stoff ist für ein eigenes Video. Na, weil es eben, trotz dass es so ein bisschen einfach ist und wahrscheinlich auch viel preiswerter als jetzt das, was man so unter der Anlage hat, ist es trotzdem wirklich genug für ein Video, ne, für ein eigenes. Vielleicht sogar zu viel. Da lassen wir uns dann überraschen. Gut, so viel dazu. Ja, wir wären am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und hat euch ein bisschen weitergebracht. Es war nun kein Bastelvideo, sondern so eher so, ich. Na, sieht man sonst auf anderen Kanälen. Ich stelle mal meine Anlage vor. Na, also so in dem Stile ist das ja jetzt hier zu werden. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und macht was draus.